Und damit herzlich willkommen zurück bei WWE 2K20. Nachdem wir den Bump in the Night DLC gespielt haben, starten wir heute mit dem WWE Showcase Modus. Und ihr seht schon links im Bild, es geht diesmal um die WWE Four Horsewomen, um Bayley, um Sasha Banks, um Becky Lynch und um Charlotte Flair. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. I've always been a huge fan of WWE ever since I was young. I loved Lita especially. Tough. Fierce and not caring what anyone thought. I was like, that's gonna be me. I remember watching Eddie Guerrero fly through the air, and I was thinking, I'm gonna be that someday. I love the women's division, but I also grew up idolizing WWE superstars like Macho Man, the Hardy Boys, and Kurt Angle. Even though my dad was the Nature Boy Ric Flair, woo! I wasn't immersed in the world of sports entertainment until later, when I found my way to WWE. It was there I met amazing women who were determined to kick down doors and push the women's division into the spotlight. We wanted to change the face of WWE. Not just the woman in WWE. We pushed each other. We made each other better. We wanted to make a name for ourselves. And we got a name, all right. The Four Horsewomen. Okay, ist ein cooles Intro. Also, wer mit dem Showcase-Modus nicht vertraut ist... Oh, Entschuldigung. He's left a lasting mark on WWE. Ric Flair is and always will be the man. He also influenced me as an athlete and performer. And he gave me a lot to live up to. I mean, he literally introduced me in my first NXT match against Bayley. Ladies and gentlemen, my daughter, Charlotte. Daughter of one of the great icons in the history of sports entertainment. And I did pretty well in NXT, but I still felt like I had something to prove. I still needed to find my own voice as a competitor. Oh, you're not getting cheered for! And when I saw I was going up against Natalya, I finally had my opportunity. Natalya comes from a long line of WWE superstars, and she had her uncle Bret Hart at ringside, so I brought my dad. Not just for moral support, but because I wanted him there to see me continue the family legacy, to stand up and prove I was worthy of the name. So yeah, there was no way I was gonna lose this match. Ja, also wie gesagt, der Showcase-Modus, wer damit nicht vertraut ist, wir spielen verschiedene Elemente aus den Karrieren der jeweiligen Showcase-Wrestler nach. Letztes Jahr war es Daniel Bryan, das war auch schon mal Steve Austin, es gab schon viele andere, auch von WWE Hall of Famern. Und dieses Jahr eben mit den vier WWE Horsewomen und ja, es geht offensichtlich los mit Charlotte gegen Natalya. Und da sind sogar direkt Bret Hart und Ric Flair mit an Bord. Das ist ja ganz toll, Bret Hart gleich im ersten Match. Und es ist ganz schön laut. Ich weiß gar nicht, warum das so laut ist. Will create a new legacy for themselves and their family. Oh man. Na gut. Ich habe eigentlich den Arm angegriffen, dachte ich. Okay. Oh man, right to the arm. Hyperextend your elbow. Ja, wir müssen also immer verschiedene Aufgaben erfüllen. Und dann sozusagen dieses Match bestmöglich nachbauen. Aber irgendwie ist mir das gerade zu laut, muss ich sagen. Oh, super, dass das hier nicht geht. Hä? Warum kann ich denn hier keine Tonoption mehr einstellen? Ja, toll, Gameplay. Oh, Gameplay ist auf leicht? Egal. Ich hab doch wurscht. Ich dachte, ich hätte auf normal gestellt letztes Mal. Oder ist das für den Showcase-Modus ein extra Schwierigkeitsgrad? Wir wissen es nicht. Aber warum kann ich denn hier keine Lautstärke einstellen? Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu laut. Komisch. Wirklich komisch. Naja, gut. Oh, da ist ein Bug, sehe ich schon. Da ist nämlich noch das abgeschlossen Grün unter der Leiste. Charlotte made her pay for her mistake there. Klonk. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu laut ist, dass man mich dann gar nicht mehr hört. Aber wir werden sehen. Oh,
Natalya with a go behind. Oh, look out. Pinball attempt by Natalya. Shoulders down. And a kick out. Charlotte cutting Natalya off at the pass. Just taking a beat to Natalya. Shot like would make her dead. Flair at ringside. Paige is so proud he was about to get in the ring. Stop. Führe gegen Natalya im Ring einen Backpack-Stunner aus. How to do that? Führe einen starken Griff von vorne aus, indem du oben und A hältst. Okay. Machen wir. Das war nicht richtig. Na doch. Cover Natalya für den Pin. Seht ihr das zwischendurch? Da ist... Das Grün bleibt irgendwie da. Natalya ist eine der toughesten Ladies in der WWE. Naja, gut. Müssen wir durch. Wundere mich nur gerade, warum der Schwierigkeitsgrad auf leicht ist. Aber gut, das ändere ich aller spätestens zur nächsten Session wieder. Oder vielleicht lasse ich es auch. Ist ja auch geil. Wir wollen ja auch nicht mehr sehen, was hier so passiert. Wir wollen ja nicht groß herausgefordert werden, ne? Und Herausforderung hatten wir, glaube ich, im Bump in the Night DLC schon genug. Na, habe ich gekontert? Ja, habe ich. Charlotte with a nice reversal. Big time clothesline. Nicht aufspringen, Netty. Das macht man nicht. Einen Finger vor Head Scissor 1 aus. Mhm. Rechten Trigger und A, halte rechten Trigger und A am Kopf des Gegners, um einen Oberkörperaufgabegriff auszuführen. Rechten Trigger und A. Machen wir. War das das? Ne, das war's nicht. Plomp. So, rechten Trick. Netty. Ist aber das Skript. Andersrum. Ja. Rechten Trigger und A. Okay. Nee. Head crank. Das war nicht richtig. Ich guck nochmal. Rechter Trigger und A. Am Kopf des Gegners. Ach so. Liegen oder im Stehen? Kann auch im Stehen sein. Okay. Wir gucken. Vielleicht ist es im Stehen. Nope. Es ist nicht im Stehen. Oh, there it is. The abdominal stretch. No. She breaks it. Das ist schon ganz überraschend, wenn ich nicht versuche, sich zur Aufgabe zu bringen, dass sie rauskommt. Boom. So, nochmal. Rechter Trigger und A. Hä? Hä? Warte, Körper. Jetzt aber. Jetzt kommt dazu, okay. Okay. Ich krieg das hin. Hoffe ich. No, another reversal. Neither one of them are willing to give an inch here. You have to wonder about all the damage we've seen. Sieht sie wieder so komisch da. Okay, das könnte aber trotzdem gehen. Rechter Trigger und A. Nee, hä? Das verstehe ich nicht. Am Kopf. Hä? Spiel! Führe gegen Natalya am Ring einen Finger vor Head Scissor aus. Head Scissor 1. Gut. Halte rechten Trigger. Plus A am Kopf. Das mache ich doch die ganze Zeit. Halt, beide halten. Halte RT und A. Ja. Aber da trägt er den. Mach ich die ganze Zeit. Das ist was anderes. Das gibt's doch nicht. Amazingly, she works her way free. Cole, there may be no versuchen mal im Stehen, aber da war ja eben der. Im Stehen war es, glaube ich, der Abdominal Stretch. Gucken wir das jetzt nochmal. Nein, Netty! So. Gedrückt halten. Okay, jetzt geht's. Okay, also scheinbar ist die Position wichtig. Seitlich hat schon gereicht, dass was anderes kommt. Alles klar, verstehe ich.
trifft die nach vorne blickende Natalia dreimal, während sie sich betäubt in der Ecke befindet. Okay. Machen wir. Tough spot to be in. Eins. Zwei. Drei. Per Irish Whip in den Turnbuckle. So. Nein. Ach so. Ref, geh weg. Ah. Ach stimmt, das war das Match, nachdem Paige den Titel vakantiert hatte, ne? Dass wir einen neuen Damen-Champion brauchten. Glaube. Weiß nicht mehr ganz genau. Füge Natalia am Ring Schaden zu. Kriegen wir hin. Dafür müssen wir erstmal genau in diesen wieder zurück. Passiert nicht als im Ring. Na, ein bisschen. Okay. Showing her genetic superiority. The queen gaining momentum. Oh, what a shot. Schön. Sieht gut aus. And it's Natalia with the reversal. Not again. One of these für ein Diving Moonsault in Natalia. Okay, das. Da musst du hin. Charlotte is going up for the first time. Diving Moonsault. Seht das denn überhaupt? Achso, ist ja kein Moonsault. Okay, warte. Wenn du oben auf dem Turnbuckle stehst und der Gegner am Boden liegt, drücke X, um einen, das habe ich gerade eben getan, aber da kam ein Moonsault-Ball raus. Was? Muss ich gedrückt halten? Nee. Geh nochmal hoch. Ja, die liegt da so schön. Okay. Schräg. Ich habe beim ersten Mal nur angetippt. Und beim zweiten Mal habe ich jetzt gedrückt gehalten. Beim beiden Mal erst dieselbe Aktion. Egal. Einzutüten. Na, kick out by Charlotte. Cool gemacht auf jeden Fall. Greife Natalia an, um die Gesundheit ihrer Beine in den roten Bereich zu kriegen. Okay. Ich schaue euch gleich mal, welche Taste das ist. Ich glaube B. Oh. Warte, können wir gleich mal schauen. Ich glaube. Ah, warte mal, nee.
Führe erfolgreiche Angriffe gegen die Beine des Gegners aus. Tipp, führe Körperanteile gegen die Beine des Gegners aus, indem du rechten Stick bewegst, so einen Front Face Lock Grapple ausführst und dann rechten Trigger und hält was immer. rechten Trigger und linken Stick halten, während du X drückst. Du kannst auch RT halten und X drücken, wenn du dich. Ja, genau, das meinte ich. Genau. That's what I meant. Charlotte sure dodged that one. She did indeed. Charlotte Flair in full control here. That's why they call her genetically superior. So, rot sollen sie werden. Orange sind sie. Wir haben schon zwei Finisher. Bringing it back into the ring. Hoch soll erleben. Hoch soll erleben. Wheelbarrow. Flapjack. Face first. It's over. It's not over. Geht noch ein bisschen weiter, Freunde. Ah, ich brauche das Seil unbedingt. Oh. Der Kopf ist auch nicht mehr so heile. Das muss aber, glaube ich, so. Das waren die Arme. Das waren auch wieder die Arme. Schade. Aber so machen wir die Arme halt mit kaputt. Ist auch nicht so schlimm. Komm. Ich werde nicht so viel bewegen. Ich muss deine Beine treffen. So. Reicht das? Nee, noch nicht. Was wird das? Okay, das ist leider kein Beinangriff. Schade. Ach, die selbe Aktion wie vor dem Seil. Okay. Interessant. Oh, falsche Aktion gedrückt. So, nochmal. Könnte eigentlich jetzt langsam reichen. Ah, ich kann ja auch einfach mal einen Finisher machen, ne? Hallo? Weird. Oh, this is, what's this gonna be? Wheelbarrow! Flapjack! Face first, it's over. So, turn around. Every now and then. Oh, kann ich nicht bewegen. Okay. Ja, genau. Beautiful, die am Popo. Hey. So, langsam müsste es gehen. Okay. Ist halt blöd, dass er nur die eine Aktion effektiv. Ah gut, wir könnten auch das mit dem Front Face Lock machen, aber gut. Ah. Auf jeden Fall, nicht aufspringen. Nicht voll erschrocken. Natalia, sollen bitte. Ja. Okay. Jetzt, rot. So, führe einen Bodenaufgabe-Move gegen die Beine von Natalia aus. Das müsste dann das sein. Hm. Super. Figure 4 locked in. Zählt nicht. Charlotte gonna look for the bridge. Figure 8 now. Figure 8. Figure 8 locked in deep. Nowhere. Muss ich gewinnen? Halte RT. Achso, okay. Halte RT. Und A gedrückt, wenn du neben den Füßen eines am Boden liegenden Gegners stehst, um einen Bodenaufgabe-Move gegen die Beine auszuführen. Okay, ich darf nicht gewinnen. Ist ja auch kein Bodenaufgabegriff, was ich gerade gemacht habe. Das ist wie gegen die Krüppelbrüder, dass man direkt pinnt mit Finn Balor. Aber ich soll ja mit Pin gewinnen. Hui! Och, Mann, Natti. Charlotte made her pay for her mistake there. Zählt das?
Okay. Genau, hilflos. And she's gonna do it with insult to injury. This could be it for Natalya. Can she hold on? Guck mal, Brett, besser als du es je gemacht hast. Naja, eigentlich nicht. Natural selection. Bow to the queen. Bow down to the queen. Charlotte, cover. Here is your winner. NXT Women's Champion. What a moment for Charlotte. And Ric Flair is ecstatic. Gonna be a celebration tonight. The next generation of Flairs. Die Haare von Nettie und Charlotte machen eine eigene Party. Fein, fein. Oh, eine ganze Menge freigeschaltet. Aber das haben wir ja alles schon, weil wir ja diesen komischen Dings genutzt haben. Bin ich mir sicher, dass ich das schon habe. Mit Flair 91, Manager habe ich auch schon. Okay, ja. Freunde, so geht's also hier dann auf dem Kanal in den nächsten Wochen weiter. Wir spielen den WWE Showcase Modus mit den WWE for Horsewomen. Den Start hat Charlotte gemacht, Charlotte Flair, mit ihrem NXT-Titelgewinn gegen Natalya. Mal schauen, was in der nächsten Folge uns erwartet. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.